Heute stehst du allein im Rampenlicht, denn es geht nur um dich. Ja, es geht nur um Perla, das Geburtstagsgirl, ja. Oh Baby, komm doch her zu mir. Es ist mir egal, wenn du dein Herz verlierst. Junge, als, was ist denn hier los? Als ob so schnell der erste Stream-Sniper kommt. Herr Winkler, ich möchte Sie daran erinnern, dass eine lange... Herr Winkler. Ja, meine Hände sind gerade kaputt. Ich würde sie gerne wegstecken, das aber... Das ist ja noch schlimmer, Herr Winkler. Ich sag doch, meine Hände sind kaputt. Ich kann nicht anders. Oh, jetzt haben Sie die Frau hingeschmissen, Herr Winkler. Och, Mann. Mia Kara, was ist das für ein Nachname? Herr Winkler, Sie können sich ja wenigstens mal entschuldigen bei der Familienname. Dame. Gute Frau, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich wollte Sie nicht die Treppe runterstoßen. Es war wirklich ein Versehen. So lernt sich das doch. Gehören Sie irgendwie zusammen? Oder? Das ist mein Neffe. Ah, Neffe, ja. Herr Hase, könnte ich Sie kurz sprechen, ja? Ja, natürlich. Sag mal, ist die noch Single, oder? Als sie noch nicht meine Tante war, ne, habe ich selbst versucht. Aber die ist sich schwer. Was heißt schwer? Ist die denn jetzt vergeben, oder? Nee, die ist Single. Die ist Single. Die ist so, ich krieg sie schwer. Okay, alles klar. Ach, Frau Kara, würden wir vielleicht kurz mal, wir müssten dringend rein. Ich kann mich hier draußen nicht mit Ihnen unterhalten. Das ist ja grauenhaft. Was für Vollidioten. Können wir uns vielleicht duzen unter Kollegen, so? Natürlich. Ja, Mia, wie schaut's aus? Wie läuft der Dienst bisher? Ganz okay bisher. Außer das, was macht der da drüben? Ach, der... Mal auf damit. Ja, also, ja. Ich sag's direkt so offen und ehrlich heraus. Ich wollte jetzt meinen Dienst antreten und such noch einen Streifen... Partner bzw. Streifenpartnerin. Das wäre mal also eine Partie, das mache ich natürlich gerne. Das wäre mal eine gelungene Abwechslung, weil sonst nehme ich immer Herren mit. Ich habe gleich ein Event dabei, das ist das Ding. Ein Event? Wir müssen auf den Flugzeugträger. Ah ja, ja, da komme ich doch mit direkt. Ja, dann fahren wir zusammen und fliegen zusammen. Also, das ist halt gut für ja, die... Ja, wir fliegen tatsächlich. Ja, ich war da schon mal, das war ziemlich... Herr Winkler, ich hoffe, Sie haben keine Höhenangst. Nee, Kollege, jetzt bin ich am Reden, ja? Geh mal hier 10 Schritte zurück. Ja, nun denn. Ich werde mich mal umziehen gehen, Mia, und dann bin ich wieder da. Sie kennen ja bestimmt das Event-Outfit. Ah, du kannst mich ruhig duzen, ja? Ich bin der... Ja, sorry, Gewohnheit. Francisco, hallo. Oder Franzi, ja? Schnecke. Ach, scheiße, hier ist gar nicht die Umkleide. Oh, ist das peinlich. Nein, das wird unsere Frau. Wir werden heiraten. Komme, was da wolle. Wir heiraten heute die Mia. Dann gehen wir mal aufs Dach. Wir gehen am besten mal weg von den ganzen Herrschaften. Die gehören auch gar nicht dazu. Der eine gehört tatsächlich dazu. Der fliegt dann auch mit zum Flugzeugträger. Komm mal mit. Ja. Du rennst nämlich aufs falsche Dach. Das war nur ein Test, um zu gucken, ob du weißt, wo das Dach ist. Dann ist es jetzt gleich mal ein Test, wie du herausfindest, wie man auf das Dach da drüben draufkommt. Ich weiß natürlich, wie man da draufkommt. Wie frage ich denn nach dem Alter? Wie macht man denn sowas? Da bin ich mal gespannt, wie du sagst, dass man auf das Dach kommt. Ne? Ja, ich zeig das schon. Keine Sorge, ich weiß das. Wie komme ich auf das Dach? Andere Seite. Hast du die Schlüssel hierfür? Ja, da kommst du auch ganz einfach rein. Ah ja, gut. Ach so. So, da haben wir doch die Treppen. Perfekt. Es gibt tatsächlich viele, die was nicht wissen, wie man hier hochkommt. Ja, das wissen viele, aber ich bin ja kein Kadett. Ne, das sind tatsächlich gar nicht Kadetts. Kadett, genau. Wissen die tatsächlich gar nicht, wo man nicht wissen, wie man hier hochkommt. Sogar teilweise wissen die genau, wie man hier hochkommt. Oh, Moment. Ich werde gerade angefunkt. 99. Kannst doch redlich zurückgehen. Geburtsdatum brauche ich einmal. Das soll ich gerade durchgeben an den Detective. Welchen Detective? 99 habe ich gesagt. Geburtsdatum muss ich gerade durchgeben. Der Gruppenleiter. 24. Nein, das Jahr. Achso, 2007 tatsächlich. Was? Die ist 15? Ja. Die ist 15? Ist das eigentlich ihr Geburtsdatum im Kopf oder ja, in Amerika? Tatsächlich in Europa. Ja, ich komme gleich wieder. Ich habe gerade, werde gerade gerufen zum Missionsführer. Ich bin gleich wieder da, ja? Schnell weg. Ganz schnell hier raus. Ganz schnell hier weg, Junge. Oh Gott. Das ist illegal, das ist hochgradig illegal. Ich habe 2 Wochen keine Videos hochgeladen. Was soll ich machen, wenn ich im Knast bin, hä? Dann lade ich drei Jahre nichts hoch. Nee. Keine Chance. Schnell weg. Scheiß auf das Event. Mach ich nicht mit. Oh. Das zeige ich an. Einen wunderschönen guten Tag. Belästigen Sie diese Herren? Nein, leider nicht. Genau, einmal bitte die Personalien. Sie können mir auch einfach das Geburtsjahr nennen. Ihr Geburtsdatum, ja, bitte. Von allen, bitte. 22.07.72. Ja, die Dame. 4.11.2006. Ich raste hier gleich komplett aus. Gleich raste ich hier so aus, ey. Gibt's eigentlich nur minderjährige Frauen, die RP spielen? Hallo. Der Herr Penetellien will mit Ihnen reden. Der Herr Penetrator, wer? Warte mal.
steige am besten ein, wenn es um die Mia geht, dann, ich kenne die Frau gar nicht. Die ist übrigens 16 und MPD. 15. Die ist 15? Ja, die ist 15. Der sieht gemeingefährlich aus. Sie wollten was mit dem Herr Winkler diskutieren. Ja, genau, Herr Winkler, Sie wollen ja den Herrn Meier adoptieren, ne? Ja, warum? Ja, ich wollte den auch adoptieren, aber für $10 gehört er Ihnen, ja, gebe ich alles frei, gebe ich Ihnen ab. $10 nur? Ich habe ja schon 3 Sohne, Männer. Einfach ein bisschen Menschenhandel hier betrieben, wer kann es nicht? Ja. Einsteigen, Sklave. Wer hat dir erlaubt zu reden? Du gehörst jetzt mir, bis ich dir eine Socke gebe. Was machen wir heute? Gibt's was anderes außer Einsätze anfahren? Können wir die Zeit anders totschlagen? Ich kann gucken, ob wir Drogen suchen können. Flugzeugträger ist doch gleich, oder? Ja, das ist ja das, was wir schon mal gemacht haben. Das ist ja langweilig. Ja, aber ist da garantiert wieder nichts? Passiert da garantiert nichts? Ja, höchstwahrscheinlich. Ah. Also da passiert so hochgerechnet 1 in 50 Mal passiert da mal was. Okay, dann gehen wir da nicht hin. Ja. Eben. Und das ist noch eine sehr realistische Statistik. Vielleicht ist noch... Oh mein Gott. Ich fahre übrigens immer so, ja? Ich mache das öfter. Kenne ich irgendwoher. Ja, ein paar Kollegen, die fahren doch schlechter. Nö, das war gewollt. Das war alles gewollt. Herr Winkler, ich liebe Sie. Oh. Ey, der Herr... Halten Sie an! Der Typ hat mich angeschossen. Sie! Ich zahle Ihnen alles, Oh. Steigen Sie ein, Herr Meier. Schnell. Ich muss den nochmal kurz umtasern. Ach so, jeder, der meinen Namen kennt, den ich nicht kenne, der ist übrigens gewillt zu sterben, sofort. Aber auch gut. Genau. Ah, warte, der hat den umgeschossen. Oh nein. So, gucken wir mal im PDA. Gibt es denn aktuelle Einsätze? Einsatz. Kein Einsatz. Super, kein einziger Einsatz. Was machen wir da? Ah, wir können auch die Hood-Menschen ärgern. Die werden immer sehr schnell aggressiv tatsächlich. Ich finde es immer sehr lustig, wie die Leute, die alle umschießen, aggressiv werden, wenn man sie umschießt. Ja, das haben wir auch immer in der Familie. Also, wir wollten einen von den festnehmen, haben alle angefangen auf uns zu schießen. Keine 2 Minuten später lagen sie alle. Das sind die größten Rumheuler, um es noch nett auszudrücken. Mitfahren? Klar, jawollo. Jawollo, komm einfach mit, genau. Wir haben dich ja auch einfach ins Auto gelassen, ne? Jawoll. Kollege, was geht ab? Hallo? Wir haben einen Kollegen da drin, hallo. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie es unserem Herrn geht, der da reingerannt ist, aber dann nicht, ne? Ich glaube, dem geht's eh nicht so gut. Ey, wie läuft denn das eigentlich mit Flugzeugen und Helikopter? Kann man hier Flugzeuge kaufen? Geht das? Hallo? Elias? Ey, die haben Raubüberfall. Ah ja, so. Elias, ich höre dich nicht. Sein Spiel ist gecrashed. Wunderbar. Dann fahre ich jetzt alleine. Guck dir den an. Ey, komm schon, bitte. Der guckt sogar meinen Stream. Ich habe mich selber gehört. Hallo. Admin-Knast. Boah. Wie schnell. Wie läuft das eigentlich mit Flugzeugen und so? Ey, Junge. Ich spiele seit der ersten Woche Grand RP. Aber ich weiß nicht, ob man Flugzeuge kaufen kann. Kann man Flugzeuge kaufen? Hier irgendwo? Oder ist das unterbunden? Weil ich habe auch noch kein Flugzeug gesehen. Man muss nach Sandy. In Sandy geht das. Oh ja, hier ist ein Heli. Luftverkehr. Geil. Wie geht's dir? Gut. Ich liebe deine Videos. Mach weiter so. Danke. Aber du wirst jetzt weggeknastet. Junge, das ging schnell. Oh Mann, die tun mir immer so leid. Aber irgendwie auch nicht, weil sie haben es verdient. Aber irgendwie auch schon und irgendwie auch nicht. So, da bin ich wieder. Ja, ich gucke mir mal die Helikopter- und Flugzeugreise an, weil ich würde tatsächlich gerne ein Flugzeug kaufen, jo. Würde auch sagen, also Flugzeug lohnt sich mehr, Helikopter startet bei 6,5. Flugzeug ist um einiges billiger, aber... Flugzeug? Wie teuer ist Flugzeug? Das erste kriegst du ab einer Mille. Ja, ich habe genau 2. Billiger. Aktuell. So, wo kann man den Spaß denn hier bei dem? 9 Millionen, Bro. Das ist ja... Warum so teuer? Oha, 6,5 Millionen? 8 Millionen? 10 Mille? Naja, in das Auto habe ich 30 Mille gesteckt. Also eigentlich ist das gar nicht mal so teuer. Ah, holy shit, 14 Millionen? Warum ist der weiße Look so teurer als der schwarze? Ah, weil er ein Deluxe-Interieur hat. Geil. 4 Millionen für so ein scheiß Propeller-Ding. 20 Millionen. Wer kann sich denn sowas leisten? Ja, das ist auf jeden Fall pervers teuer. Ich meine, ich würde ihn mir halt kaufen, ne? Aber ich habe halt nur 2 Millionen. 1000 Grand Coins. Sehr geil. Let's go. Waren die 12er Kisten die besten für Kohle? Oh ja, hier ist sehr viel Geld dabei. Okay. Junge, wie viele Kisten kann ich öffnen? 1000 Grand Coins. 1000 geteilt durch 12. 100. Nee. 800. 90 ungefähr. 80? 90? Ich habe in Mathe eine 6. Gedacht. Ich habe keinen Abschluss bekommen wegen Mathe. 83. Vielen Dank. 83 Kisten werden jetzt geöffnet. Und dann sehen wir, wie viel Kohle wir haben danach. Du hast 1k Coins, nicht 100. Ja, ich weiß. Ey, das ist ja wirklich ziemlich gut für Money. Holy shit. Ja, ich weiß, wenn man aber direkt Geld, ohne Millionen direkt, holy shit, wenn man aber direkt Geld kauft, kriegst du weniger, als wenn du die ganze Zeit nur stur Kisten ziehst. Dann kriegst du viel, viel weniger. 10 Jahre später. Morgen Slotstream, ja.
10 Millionen Dollar. So, ich kaufe mir direkt den Luxor. Oder der Nimbus ist größer als der Luxor, hat dasselbe Interior wie der Luxor Deluxe. Das ist 1:1 dasselbe Interior. Nur, dass der Nimbus dicker ist, oder? Der Nimbus ist etwas kleiner. Aber dann brauchen wir noch 4 Millionen. Langsamer. Okay, wir brauchen noch 4 Millionen Dollar. 900k. 1,2. 1,5. 1,7. 2. Ah, ich hab genug. Stopp. Reicht. Welche Farbe? Ich glaube, dieses Orange passt zu mir ziemlich gut. Das ist mir zu gelb. Das ist so Vargos-gelb. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Kaufen. Wo kann ich es benutzen, wenn ich es gekauft habe? Am Flughafen. Wir müssen zum Flughafen. Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Nö. Überleg dir mal, der fährt mit einem Roller hier hoch, nur um uns zu fragen, ob wir ihn wieder runter mitnehmen. Die Typen, die sind echt irre. Die lassen sich alles einfallen. Das geht doch 15 Minuten, oder? Der Flugzeugträger. Ja, wir haben noch 30 Minuten. Ja, easy. Der ist extra schön orange-gelb, damit die denken, da kommen jetzt Vargos angeflogen, aber in Wahrheit sind das nur wir. Ja, ein schönes Kfz. Kfz, ja, genau. Ich wollte schon sagen, es ist gar kein Kfz. Wie hast du dich durch die Wand gesetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe Magic gemacht. Hä? Hey! Ah, was? Hey! Ich bin nicht mal abgehoben! Ich bin nicht mal vom Boden gekommen! Probieren wir es ein zweites Mal. Wie kann ich die Reifen einziehen? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Ich kann nicht abheben! Ich kann nicht abheben! Ich kann nicht abheben! Hä? Hä? Ich fühle mich so dumm. So maximal dumm. Versuch okay, Nummer 3. Das muss funktionieren. Nope. Okay, linke Maustaste gedrückt, dann kannst du mit der Maus. Ich kann mit der Maus nicht fliegen. Ich bin blöd dafür. Ich muss jetzt einfach nur schnell genug sein und dann kann ich auch hochziehen mit der 5, ne? Da, guck doch auf das Heckruder. Das ist die 5. Das geht. So, ich werde jetzt einfach schnell genug sein. Hochziehen. Es geht nicht. Ich schwöre es dir, es geht nicht. Das Heckruder bewegt sich nicht. Wie steuerst du denn? Das Heckruder bewegt sich nur im... Es bewegt sich nicht mehr, hä? Das Heckruder bewegt sich nicht, wenn ich... Ja, hier, guck mal. Es geht im Stand. Aber wenn ich Gas gebe, dann bewegt sich das nicht. Dann steckt das fest. Hä? Also du hast doch bestimmt so ein... So, wenn du zu Hause so am Zocken bist, dann hast du da so ein Nummernteil. Ah, perfekt. Ja, jetzt geht's. Aber eben hat es festgesteckt. Imagine, wir rollen jetzt einfach über so eine Gruppe von FRB-Land drüber. Ich habe mehr das Gefühl, dass wir so 30 Helis dabei kaputt machen, wenn wir da landen. Ah, ja. Wir alle auf dieser Landefläche. Ah, ja. Ah, ja. Dann fliege ich einmal drüber, um zu gucken, ob die Landefläche zugestellt wurde. Guck dir das an. Naja, aber guck dir, die Hälfte ist ja zu. Wenn du von der Seite, wo wir jetzt kommen, aus Land ist, dann sollst du das gut schaffen, glaube ich. Ah, seit wann gibt's die Insel? Seit wann ist denn Kaio hier, hä? Das ist doch neu. Ja, das ist ganz leicht schon hier, aber das ist dann erst, wenn man hier ist. Oh, ich war noch nie hier. Ja, ich auch noch nicht. Oh, jetzt hast du wieder geändert. Oh, oh. Oh! Ich hab mehr FIBler erwischt. Oh, oh. Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht mehr. Ich hab keine Bremse. Nein. Nein. Ich kann nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Komm schon. Ging nicht. Ich konnte nicht mehr abbremsen. Scheiße. Oh nein, der Maya ist tot. Kann ich den reviven? Es geht sogar im Wasser. Ich mach kurz Mund-zu-Mund-Beatmung unter Wasser. Ich weiß nicht, was das war. Nein, wir wissen alle nicht, was das war. Wir lassen das mal so stehen. Wir hatten hier noch Platz und würde zwei gestrandete Piloten mitnehmen. Sie sehen mir ziemlich nett aus. Wir müssten einmal zurück nach Los Santos. Danke. Wie? Nee, kann gar nicht sein, dass ihr voll seid. Das geht nicht. Ey, haben wir irgendwie. Ja, raus. Ja, ja, gut. Schön mit Öl. Ey. Ja, dann stecken wir wohl jetzt hier fest, ne? Herr Winkler, vertrauen wir der Mitfahrgelegenheit? Ja, da fliegen wir mit. Ja, super. Dankeschön. Oh, oh. Digga. Ich verstehe es nicht. So, Alpha V1, hast du gesagt, am schnellsten. Alpha Z1, der kostet 2 Millionen. Geschwindigkeit 4. Und der andere? Warum sind die alle schneller? Das macht doch gar keinen Sinn. Der hier ist schneller. Der hier ist auch schneller. Kontrolle Handling ist ganz oben. Das brauche ich sogar. Das ist, glaube ich, smart. Ich kaufe den einfach. Ist mir egal, was sie sagt, hä? Ich kaufe den einfach. Scheiß drauf. Ich werde jetzt um den Würfelpark herumfliegen. Komm ja eben zurück, mein Guter. Ja, ja. Boah, das ist so ungewohnt. Ich sehe sonst kaum Flugzeuge. Ja. Das war gewollt. Kann ich den reparieren? Hey, hören Sie auf, ich repariere mein Flugzeug, lassen Sie das. Mensch, Herr Winkler, was machen Sie denn? Hören Sie auf, das ist einfach GTA Online. Oh, oh. Oh, oh. Hallo, gib doch Stoff. Hallo, gib Gas.
Die Turbine hat einfach ausgesetzt, Junge. Flieg in die Army. Ist da kein Anti-Air-Zeug. Aber die schießen mich doch nicht einfach so runter, oder? Aber ich glaube, vom Militär ist aktuell auch gar keiner da, oder? Wenn wir Glück haben, sind die draußen und machen ihre Übungen. Sieht aber nicht danach aus. Ach doch, da sind Leute auf der Straße. Manchmal ist Militär leer, dann ist da niemand. Manchmal hast du Glück und dann stehen da so 50 Leute und machen komische Kampfübungen. Der denkt sich auch so, hä? Was geht hier ab? Guck, wie er da steht mit seinem Motorrad. Oh, hier ist Sackgasse. Da ist noch einer. Helikopter ist da. Oh, wow, wow, wow. Hey. Junger Mann, beruhigen Sie sich. Der macht einfach VDM im Helikopter, hä? Hallo, das ist verboten. Einmal stehen bleiben. Nö. Junge, der will mich mit dem Helikopter zermanschen. Was ist denn bei dem verkehrt? Wo fliegt er? Wo ist der Kerl? Ah, zwei sogar mittlerweile. Oh, die sind gecrashed. Die sind gerade ineinander gecrashed, hä? Wo bin ich gegen geflogen? Da war doch nichts, oder? Army hat unsichtbare Wände. Ich bin gegen die unsichtbare Wand geflogen, die Leute vom Reinjumpen hindert. Ja, okay, sorry. Das wusste ich nicht. Scheiße. Für eine Lampe war es viel zu hoch. Da war keine Lampe, da war halt die Wand. Ja! Runde 2. Maya, mitkommen. Wir müssen quasi zum Nordtor. Ne, das ist das Südtor sogar. Nein, das Nordtor. Osttor. Westtor. Guten Tag. Warum siehst du so anders aus? Ja, ich habe mir eine Maske aufgezogen. Ich will ja nicht direkt erkannt werden. Also eben kamen mir ein paar hier entgegen, die waren dann sehr, sehr angepisst. Ich habe das Gefühl... Weiß ich gar nicht, warum. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir hier ziemlich unentdeckt bei. Oh, da vorne, siehst du den? Passen Sie auf, ich komme aus dem... Also für eine Sekunde dachte ich, hier ist Salzquad und dann habe ich nur gemerkt, dass... Wollte ich gerade sagen. Dann habe ich gemerkt, dass da im Hintergrund Musik läuft. Das ist also einfach nur ein Cheater, der ein Video von Salzquad laufen lässt. Aber es war für eine Sekunde lustig. Wollen wir den da vorne noch festnehmen? Ich kann den noch knebeln. Oh Gott, der kommt. Hinter uns? Mhm. Der fährt uns jetzt hinterher. Guck, der steigt jetzt in sein Auto. Ich werde ihn fesseln und knebeln. Warte, komm hier rein. Komm. Was macht der? Der will Gambon oder was? Verlassen Sie sofort das Gelände. Verlassen Sie das Gelände. Ah, festgenommen. Komm weg. Oder warte, wir können auch auf den Turm hier. Ist dann auch besser. Aber ja, da geht's nicht rein, ne? Ah, Schmutz. Also ich hätte einen Trick, um dich da reinzubringen, aber ich weiß ja nicht, wie schnell. Bleiben Sie unten. Muss ich rausgehen? Ja. Na! Oh. Nein, das war nicht beabsichtigt. Oha, Bruder. Was ist hier los? Alter, nee. Oha! Nein! Hören Sie auf! Lassen Sie das! Lassen Sie mich! Ich will nicht sterben! Oh oh. Versagt! Oh nein, ich muss hier dringend weg. Das endet gar nicht gut. Warum sieht das bei mir so weird aus? Warum ziele ich eigentlich auf die Seite, hä? Ist das normal? Oder bin ich verbuggt? Ich glaube, ich bin verbuggt. Der Admin gibt mir Westen. Oh. Sehe ich jetzt erst. Ja gut, das macht schon Sinn. Deswegen bin ich nicht gestorben. Ja, eigentlich will ich hier auch nur noch raus. Zurück zum Flugzeug. Plan gescheitert. Wir hauen ab. Warum? Ah, jetzt ist wieder normal. Ich war leicht verbuggt. F10 drücken, fix das. Okay. Ich bin freundlich. Hören Sie auf. Er hört auf. Okay. Aber ich glaube, die werden mich nicht mehr verfolgen, weil die gesehen haben oder der Typ hat gehört, wer ich bin und hat dann direkt gesagt, nein, hört auf. Du hast Elias vergessen. Elias hat mich vergessen. Ich dachte, Elias weiß, was er da tut. Der hat mich ja verarscht, komplett. Wir fliegen mal gucken. Oha. Hallo. Hören Sie auf. Unterlassen Sie das doch, bitte. Oh, das ist gar nicht gut. Kann ich nicht auch auf dem Dach landen, theoretisch? Oh, okay. Ich muss auf dem Dach landen. Wir machen jetzt einfach eine Notfalllandung, okay? Oh, das wird nicht gehen. Oder doch? Nee, es wird nicht gehen. Komme ich irgendwie auf dieses Dach? Oh ja. Okay. Komm am besten zu mir, dass du die Leiter bewachen kannst. Ich kann mit der Drohne da rumfliegen. Das ja, oder so. Wärmebild rein und let's go. Oh, das wird jetzt böse. Ich sehe immer noch kein Wärmebild. Die sind alle da unten noch. Oh, jetzt rennen sie alle auseinander.
Nein, ich muss nachladen. Die sind ja 3-Hit. Ich dachte, 2-Hit reicht bei denen. 3 brauchen die ja alle. Boah, ich habe keine Ahnung, was die da für Westen haben. Ja, heftige Westen. 3 Stück. Der hat keine Angst. Den will ich nicht anschießen. Der läuft einfach nur gechillt da rum mit seinem Hund. Aber die haben jetzt mehrere Verstärkungen. Die haben sich jetzt richtig viel Verstärkung geholt. Helikopter. Ist das unser Escape-Helikopter? Ja, ist es. Jungs, nehmt mich mit. Die Gambo-Unterstützer sind da. Steig ein. Weg hier. Süßer. Einmal bitte zum großen Dach. Zum großen hier vorne. Hier wieder runter. Hier wieder runter. Oha, die sind alle ausgerüstet. Oha. Gambo-Frag. Da unten, da läuft einer. Ich treffe den nicht. Junge, ich bin so schlecht mit meinem Aim. Ja, ist. Was ist denn hier das für eine Gambo-Frack geworden? Junge, was ist denn hier los? Da kommen jetzt alle Autos. Da unten, wo wir eben waren, an dem Motorrad, Polizeimotorrad. Man muss das mal prüfen. Sehen. Oh, da wurde umgefahren. Das, was wir hier tun, ist hochgradig illegal und ich bin froh, dass es funktioniert. Oha, wer macht denn da unten unsere Action mit uns? Oh. Hä? Digga, woher kommt. Ich dachte schon, Junge, der hat mich fast da runtergefahren. Digga, was? Wie viele Modder hier einfach sind, ey? Wo kommen die her? Das ist aber schon nicht normal, oder? Alles gut, der ist schon. Ich glaube, der wurde, ja. Ja, das war's dann auch schon wieder, oder? Ich glaube. Also, ich denke schon. Ja, da unten läuft noch einer. Der hat gerade eine Barrikade aufgestellt. Ich sehe ihn nicht. Ja. Ach, da, hinter der Barrikade. Ja, da. Er ist tot. Nee, er hat seinen Kumpel hochgeholt. Der ist jetzt tot. Ah ja. Ich bin gesniped. Die haben auch Sniper. Ah, das ist geil. Die Position. Oha. Junge, wieso stirbt er nicht? 3 Hits, oha. Das ist ja nicht mehr menschlich. Ah, ich sehe es auf dem Dach. Das allererste Fabrikdach hier bei uns. Da steht er. 3 Hits, der müsste eigentlich weg sein. Die holen sich hier hoch. Liebester. Den schießt er an, hä? Warum schießt er jetzt auf uns? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Hab ihn. Wie kommt er hier hoch? Die haben sich halt alle hochgeholt und sind jetzt irgendwie weg. Ich guck mal nach, wo die sich jetzt alle verkriechen. Ich sehe sogar Admins. Guck mal, ich kann die Admins sehen. Hier ist einer. Ah, da, dieser Punkt, der da so buggt, das ist ein Admin, glaube ich. Oh shit, das sind viele. Oh oh. Oh, das sind viele. Oh no. Oh oh. Oh shit. Jungs, da sammeln sich gerade so gefühlt 30 Leute. Oh no. Ja, dann. Junge, 4 Schüsse. Vier Schüsse. Okay, wir müssen weg, die kommen. Weg. Aber ich muss schon ehrlich gestehen, es macht Spaß. Irgendwie. Das geht! Ich kann Autos hochheben. Warte mal. Naja, nicht ganz. Verpiss dich, du Kackdrohne. Du bist es nicht würdig! Ich glaube nicht, dass sie Zugriff machen. Die fliegen woanders hin. Wir lassen es gut sein. Ja, oh, ich überlebe es. Oh oh. Wir nehmen den jetzt auch mit, komm. Oh nein.